Ja, hallihallo und herzlich willkommen hier auf Snoops Kanal. Ich bin der Tenchi und heute möchte ich ein Video präsentieren oder aufnehmen, weil ich bin ja gerade am Aufnehmen logischerweise, wo ich dann doch ein bisschen nachdenken musste, ob ich es denn nun mache oder ob ich es nicht mache. Aber dann habe ich jetzt wieder ein paar Let's Plays gesehen von diesem Spiel und dann dachte ich mir, ach, du musst es einfach machen, du musst es ansprechen. Das ist wieder so eine Sache, die mir durch den Kopf geht und das ist meine Meinung, die ich hier vertrete und ich diskutiere auch gerne mit euch. Ich würde mich freuen, wenn wir eine Diskussion darüber anfangen könnten. Aber ja, erstmal, um was geht's überhaupt? Also, wie man ja schon sehen kann, ich kann nicht gut Englisch, deswegen The Slaying of Sandy Hook Elementary. In dem Spiel geht es darum, am, ich glaube, 14. Dezember 2012, also jetzt fast genau ein Jahr her, gab es ein Massaker an einer Elementary School. Wie kann man das sagen? Grundschule. An einer Grundschule, da hat ein Massaker stattgefunden, wo leider 20 Kinder und 6 Lehrer, ja, von uns gegangen sind. Und ja, jetzt gab es jemanden, das ist der Ryan Lake Lamburn oder wie man auch mal ihn ausspricht. Er hat ein Spiel gemacht, ein Flash-Game, wo es genau darum geht, dieser Massaker oder dieser Amokläufer zu sein und die Kinder und auch die Lehrer sozusagen abzuschlachten, wenn man mal das ganz grob und schlimm ausdrücken möchte. So, ich habe das Spiel dadurch gefunden, wie vielleicht viele andere auch, durch LeFloid, der das mal angesprochen hat. Und ich vertrete ja schon so seine Meinung. Also ich möchte ja nicht alles nachblabbern, aber ich vertrete auch so seine Meinung. Es ist ein Spiel, wo man gut zeigen kann, was denn in der USA waffengesetztechnisch vielleicht schiefläuft oder was man anders machen könnte, beziehungsweise ob denn überhaupt irgendwelche Waffengesetze dieses Massaker verhindert hätten. Und das ist nämlich der Knackpunkt des Spiels. Es gibt 3 Szenarien, die man durchspielen kann. Das ist einmal der historische Modus, so wie es halt stattgefunden haben soll, einfach mit Waffen bewaffnet da reingehen. Dann gibt es einmal einen Modus, wie wäre er verlaufen, wenn man nicht an Waffen rankommen würde, also dass sie richtig gut verschlossen sind und man kommt einfach nicht ran. Und dann nochmal die Variante, die, glaube ich, von der Waffenlobby in Amerika vertreten wird, dass die Lehrer doch alle hätten Waffen dabei haben können und so weiter, um sich halt auch zu wehren. Und diese Modi werde ich jetzt durchspielen und ich werde aber, und das ist jetzt der Knackpunkt, warum ich das wirklich auch anfange, das zu spielen, ist, ich muss das einfach machen, ist die Tatsache, dass ich jetzt mehrere Let's Plays gesehen habe und jedes Mal ging es so, ich will das gar nicht tun, ich muss aber, und dann stecken die Waffe in den Kopf und drücken trotzdem ab. Und die ganze Zeit das klingt so geschauspielert, so total lange innehalten und dann doch zu schießen. Und ich habe da so viel gesehen, es wirkte so geschauspielert. Und ich muss sagen, als Gamer an sich kann man differenzieren. Und das ist der Knackpunkt, warum ich das jetzt auch unbedingt aufnehmen will. Also ich werde das Spiel jetzt spielen und ich wette mit euch, dass ich jetzt nicht unbedingt so total schaurig und traurig werde und bedrückt. Und man muss natürlich dazu sagen, jemand, der eine krasse Fantasie hat. Und wenn man sich natürlich mal in das Spiel hineinversetzt, dass es einen realen Hintergrund hat, dann ist das natürlich schon etwas beklemmend und ist klar, weil es ist halt wirklich passiert, aber das Spiel an sich ist jetzt nicht so prickelnd. Was jetzt mit der Musik und so angeht, ich habe jetzt noch keine Testaufnahme gemacht, ich habe das noch nicht gespielt. Wenn das so laut wird, muss ich halt ein bisschen was abändern. So, was soll ich nehmen? Ich soll eine Glock holen und da steht auch da, dass eine Korrektur, also das war keine Glock, sondern not a Glock. Also der hat keine Glock verwendet, sondern Kaliber 22 oder so. Interact mit A. Soll ich mal kurz hier meinen Tisch ein bisschen aufräumen? So. Ich finde einfach dieses. Natürlich, ich würde kein Familienmitglied, dessen
Kind zu dieser Schule gegangen ist, empfehlen, das Spiel zu spielen, weil da viel zu viele Erinnerungen hochkommen, ja. Einfach diese ganzen Gedanken darin, was dem Kind passiert ist, oder also die Kinder, die vielleicht überlebt haben, oder sogar wenn sie halt ihre Kinder verloren haben, ist natürlich klar, dass sie das nicht spielen sollten. Ist ganz klar. Und das zu zeigen, ist natürlich, das ist dann schon skandalös. Aber an sich wird hier darauf aufmerksam gemacht, wie hätte man das vielleicht umgehen können, dass sowas passiert. Also, wie mache ich das jetzt hier mit der A? Und dann sieht man halt so die ganzen, also ich habe jetzt so deutsche Let's Player angeschaut, die das dann so spielen, und dann läuft dann, ich möchte ja keinen Namen nennen, dann läuft man dann hier so hin und dann steht dann da und dann steht da, so schießt deine Mutter, ja, und dann halten die inne und müssen erstmal durchatmen. Aber im Prinzip ist es ja so, es gibt so viele Spiele, wo wir, wie schießt man hier überhaupt? Mit A? A mit Dings? Ich weiß es nicht. Ah ja, hier. Nach oben, dann hebt man die Waffe und, ja. Hier soll man sie nochmal schießen, dann soll man sicher gehen und dann noch einmal. So, und ich muss dazu sagen, oh, da liegt zufällig noch eine Waffe im Schrank, die kann man sich auch noch holen. Ich muss dazu sagen, dass das ist ein bisschen heuchlerisch rüberkommt. Und ja, man merkt vielleicht, dass ich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, also das ein bisschen nicht belächele, aber das Spiel an sich ist gar nicht so gut. Ich habe Flash-Spiele gespielt, da hat man zum Beispiel einen Turm in der Mitte, das war von Nickelodeon Games, hat man so einen alten Turm in der Mitte, so Steampunk-mäßig, und da kommen von links und rechts Haufen Soldaten angelaufen, die man einfach wegballert mit Laserdinger, mit, ich glaube mit Raketen vielleicht nicht, aber mit normalen Maschinenpistolen und sowas und Bomben, und die knallt man einfach ab. Wir Gamer spielen Call of Duty, ich sag mal Battlefield und sowas, ja, wo man einen Haufen Leute abknallt. GTA, ja, in GTA werden so viele Leute umgebracht. Wir beklauen die Leute, wir überfahren Zivilisten, die dann einfach da rumstehen. Aber im Prinzip wissen wir, dass es halt nur Spielpixel sind. Und das ist dann das, dieses Heuchlerische, was ich nicht so mag. Also dieses Spiel, das ist halt ein Flash-Spiel. Ja, man tötet halt Sachen, und ich glaube, das wird natürlich auch... Wieso geht denn das hier nicht? Achso, ich muss A drücken. Und ich muss dazu wirklich sagen... So, was muss ich jetzt überhaupt machen? Entschuldigung, ich muss das mal überlegen, wie es jetzt hier weitergeht. Wahrscheinlich muss ich da rauslaufen. Keiner denkt zum Beispiel darüber nach im Krieg, ja, was wir da, die gegnerischen Soldaten, die abgeschossen werden, die haben alle Familie, die haben vielleicht Kinder zu Hause, Frauen, Kinder, müssen für ihr Lebensunterhalt dann zur Armee gehen, um das Geld irgendwie zu bekommen. Wieso geht das hier nicht weiter? Bin ich denn doof? Ja, ich bin zu dumm für das Spiel anscheinend, und allein das ist ja schon so eine Tatsache, ja, dass wir überhaupt nicht darüber nachdenken. Zum Beispiel, wenn man jetzt Geheimagent ist, ja, zum Beispiel, ich sag mal, Metal Gear Solid oder so, dann dringt man in die böse Basis ein, und die Wachen, die da rumlaufen, ja, keiner denkt darüber nach, dass die vielleicht auch mal Familie haben, und die müssen doch nicht alle gleich böse sein, nur weil die da arbeiten. Vielleicht wissen die gar nichts davon. Ah, ich muss den Autoschlüssel holen. Okay. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir Spieler können differenzieren, ist es ein Spiel oder ist es kein Spiel. So, und jetzt geht auch die Grausamkeit los. Ich möchte ja nicht sagen, dass es nicht grausam ist, sowas zu machen. Vor allem Kinder erschießen ist natürlich schon eine Abartigkeit an sich. Also es gibt natürlich keine Spiele, wo man großartig Kinder abknallt. Und jetzt muss ich auch noch auf was aufmerksam machen. Also es gibt dann Spieler, die standen dann so da und haben dann noch schön nach unten gezielt. So, ah Mist, ich schieß vorbei. Ach Mist, oh mein Gott. Und dann sind die Kindern hinterhergerannt, und dann sitzt hier so ein Kind und dann denkt sich so, oh mein Gott, ich muss es erschießen. Ich will es gar nicht erschießen. Ah, weißt du? Aber guck mal, was man machen kann. Man kann zum Beispiel, da ist die Lehrerin, ja, ich könnte jetzt hier einfach so draufschießen, aber ich will es nicht. Ich will es nicht, also mache ich es auch nicht. So. So einfach ist das im Prinzip eigentlich. Aber die Leute haben es ja trotzdem so gespielt. So, ich werde jetzt in den nächsten Raum, den ich reingehe, werde ich jetzt mal Massaker spielen und werde jetzt auch alle beschießen. Nein, mit A muss ich ja drücken, genau. So, ja, wenn man halt sowas macht, ist es halt schon ziemlich fügig oder fies auch genannt, ne? Ja, aber im Prinzip ist das Flash-Game gar nicht... Hä? Was war das denn jetzt? Wieso kam mir kein Schuss raus? Mal ein bisschen zurücklaufen. Geht doch. Ja, und hier sind jetzt die Frage. Das Prinzip... Dass das
das Schwierige daran ist, in der Tatsache sind, dass es ja Kinder sind, die sich überhaupt nicht wehren. Wenn die auf uns schießen würden, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher, darauf zu reagieren. Aber wenn ich mir zum Beispiel heute eine Liv Lloyd-Folge angeschaut habe, da hat er sich selbst ganz am Anfang mit einem Schwert sich zerstochen und hat da schöne Bluteffekte mit reingemacht und sowas. Aber das ist das, was ich meine. Wir können differenzieren. Und mich hat einfach nur ein bisschen aufgeregt, dass die Leute dann wirklich hier so gespielt haben, so, oh mein Gott, nein, 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 ich will es nicht, ich will es nicht. Aber warum machen sie es dann, wenn sie es nicht wollen? So, auf jeden Fall ist das ja halt dieser historische Modus, weil ich möchte ja gerne nochmal auf das Spielprinzip, warum das Spiel überhaupt existiert, darauf eingehen. Weil ich jetzt hier nicht rumrennen möchte in der Ewigkeiten hier Leute abknallen will, werde ich jetzt mal warten, bis die Zeit oben abgelaufen ist, denn dann kann ich ja schon verraten, erschießt er sich selbst. So ist es ja damals auch abgelaufen, dass er sich dann, glaube ich, auch selbst erschossen hat. So, und deswegen werde ich jetzt hier einen Cut machen, warte die Zeit ab und dann sehen wir mal den anderen Modus an. Und das ist ja dann das Wichtige, die Botschaft in diesem Spiel, auf die ich auch mal hinausgehen möchte. Und ja, dann bis gleich. Langweilig. Und man, ich sitze jetzt hier diese 8 Minuten oder 7 Minuten oder was ist, und das ist so langweilig. Ich nutze die Zeit mal, um noch ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass ich natürlich nicht unterstütze, dass man irgendwelche Kinder erschießt, und Amokläufe sind an sich auch schon ziemlich schlimm. Und ich möchte es auch nicht runterspielen, dieses Spiel, dass man Kinder sozusagen erschießt. Nur bin ich halt irgendwie der Meinung, abgesehen davon, dass die Schatten halt so ganz klein sind und so, dass wir als Spieler tatsächlich differenzieren können. Auch wenn ich das Wort jetzt ziemlich oft verwendet habe, aber es ist wirklich so. Und im Endeffekt, kann man als Gamer sich das als Spiel ansehen, und man muss natürlich sagen, das Spiel ist scheiße, ja. Also allein das Thema an sich ja ist ja schon ziemlich scheiße. Also welcher Spieler möchte schon gerne in eine Schule reingehen, alles abknallen? Das ist schon ein ziemlich beschissenes Setting, und dann noch die Grafik und so gefällt mir jetzt auch nicht unbedingt. So, jetzt ist der Count auch gleich abgelaufen. Und dann passiert halt das Unvermeidliche, was halt vielen Amokläufern passiert am Ende. Und zwar, die Polizei ist erschienen und wir erschießen uns. Ach so, muss ich selbst machen, oder? Hallo? Ah ja, okay. Ja, da war meine Maus jetzt wieder, ja. So, und jetzt hat man halt dann einen schönen Score. Ich habe jetzt so 53 von 58 Leute haben überlebt. Ich habe jetzt 5 Kinder habe ich jetzt erwischt. Und ein Suicide, interessant. Gibt es auch wenig? Okay, ist ja egal. Und ich habe jetzt 8% geschafft, also wirklich krasse Gamer werden jetzt wahrscheinlich denken, Punkte sammeln, da muss ich jetzt 100% schaffen, da gehe ich nochmal rein und knall nochmal alles ab. Den Sohn habe ich irgendwie nicht bei dem Spiel. Und jetzt können wir nämlich die anderen Modis mal anschauen, also einen anderen Modi, und zwar der Gun Control. Hier geht es darum, was passiert denn, wenn man an die Waffen gar nicht so leicht rankommen würde, wenn das Waffengesetz so scharf wäre, dass man da nicht so gut rankommen würde. Und ja, wie man sieht, er hat seine Mutter mit Messern abgestochen, und da ist die Waffe, die wir vor uns hatten, und die wollen wir uns jetzt natürlich holen. Die ist im Safe, gehen wir mal hin. So, A drücken. So, die Kombination müssen wir jetzt eingeben. Ja, es ist nicht mein Geburtstag. Warum soll es auch mein Geburtstag sein? Naja, dann bestellen wir uns einen Katana einfach online. So, dann haben wir uns jetzt einen Katana schon vorbestellt gehabt. Natürlich kann man auch an einen Katana nicht so leicht im Internet rankommen. Aber, wie das Spiel sagt, da steht's. Ein Vorschlaghammer würde das Gleiche tun. Man könnte ja auch mit einem Vorschlaghammer rumlaufen und einfach alles kaputt machen. Ist jetzt ein bisschen ein dummer Ausdruck irgendwie. So. Dann schützt man halt dann die Kinder ab. Kennt man ja. Na, die wollen aber nicht. Man könnte aber. wenn man jetzt ganz fies ist, könnte man natürlich sagen, mit Katana gibt es nicht ganz so viele Opfer. Könnte man natürlich sagen. Aber ich glaube, real gesehen muss man da einfach mal schauen, wie das da real überhaupt abgehen würde, wenn dann jemand mit einem fetten Messer oder so einem Vorschlaghammer kommt und sich dann in die Tür stellt und dann irgendwie versucht, alle abzuschlachten. Da komme ich hier nicht rein. Komm, lass mich rein! Lass mich rein! Ich komme hier nicht rein. Das ist aber komisch. Okay, dann, keine Ahnung. Da, geht doch. Oh, hier haben sich aber ganz schön viele versammelt. Ja, und dann kann man halt hier so rummachen. Boah, die rennen aber. Aber wenn ich jetzt einfach das Game bezeichnen möchte, würde, ja, dann würde ich sagen, warum hüpfen die rum wie so komische Hasen? Also,
Also ich finde, in dem Spiel kommt für mich persönlich keine Atmosphäre auf. Also wenn ich jetzt gute Fantasie hätte und mir vorstellen würde, wie das dann abläuft und dass die Kinder Angst haben und so weiter, dann ist klar, ja, dass man sich dann einfach in so eine Lage hineinversetzt. Aber das kann ja eigentlich theoretisch in jedem Spiel passieren. Und tja, erwischt. Und ja, dann so läuft das halt ab, wenn die Waffen. Oh, drei auf einmal! Sorry. Oh mein Gott. Und da sieht man mal wieder. Da ist diese Gamer-Natur, ja. Also, dass man einfach drei Punkte auf einmal gemacht hat. Also ich weiß nicht, für mich sind das nur Pixel, gezeichnetes Zeug. Und ich würde niemals, ja, da redet einer, der schon Angst hat vor einer Nadel, ja, ich hasse es, ja. Und stell dir mal vor, eine Nadel reinkriegen, oh, ist das eklig. Und ich könnte natürlich auch niemand mit einem Messer so, oh, das muss so ein ekliges Gefühl sein, so jemand dann so ein Messer reinzustechen und dann kommt da der Widerstand und dann, oh, eklig. Also ich bin ja, ich habe mich auch noch nie wirklich geschlagen in meinem Leben. Ich habe geboxt, ja, das stimmt, aber jetzt einen richtigen Kampf und so habe ich jetzt auch noch nicht wirklich hinter mir. Und weiß ich nicht, also ich habe dieses Gewaltpotenzial gar nicht, um sowas zu machen. Aber in so einem Spiel geht es ja um die Punkte. Zum Beispiel, wenn ich so ein Tower-Event-Spiel spiele, will ich ja auch alle abknallen, ja, die da kommen. Zombie-Spiele sind natürlich besser geeignet, weil das sind ja bloß Zombies, aber es gibt halt leider auch Spiele, wo dann wirklich Soldaten kommen, die man alle abknallt. Und auf irgendwas wollte ich noch hinaus und das habe ich jetzt wieder vergessen. Ich wollte es noch erzählen, aber ich habe es wieder mal vergessen. Vielleicht fällt es mir dann nachher wieder ein. Wir haben ja dann noch ein Spielmodi. Wir gucken jetzt nochmal hier rein, was für Räume das hier sind. Das ist hier, glaube ich, sieht aus wie, was ist das? Ach, so eine Art Werkunterrichtsding. Ist ja gar keiner. Vielleicht verstecken die sich hier hinter dem Ding. Naja, sieht man jetzt nicht. Kann ich das Loot wieder mal von meinem Schwert abmachen? Sehr schön, ist schön sauber. Oh mein Gott, wieder diese Musik. Ich hoffe, dass da jetzt kein Content-Verstoß irgendwie auftaucht, weil hier die Musik im Hintergrund ist. Und ich hoffe, dass sie nicht so laut ist. Oh, da kommen sie ja schon wieder angerannt. Ja, alle da rein, schnell da rein. Tja, das war jetzt vielleicht nicht gerade die beste Idee, sich da drin zu verstecken, während ich das gesehen habe. Na, dann geht man da einfach rein und dann haben die sich hier versteckt. Oh, man kann sogar... Ah, okay, nach unten drücken. Ich mach mal kurz die Musik leiser. So, noch leiser als vorhin. So. Was wollte ich hinaus vorhin? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab's echt vergessen. Das ist ein bisschen nervig gerade. Aber, ja. Wie gesagt, ist alles improvisiert. Ich habe einige Sachen, die ich eigentlich ansprechen wollte, aber irgendwie, ja, kommt man da nicht so ganz drauf manchmal. Ja, da schreien sie schon vor Angst. Ja, genau, was ich sagen wollte. Ich hab auch schon viele, also einige Filme gesehen, die dieses Thema behandeln. Also ein Schulmassaker zu machen. Und es gibt ja einige Filme. Und ich habe letztens, muss ich zugeben, ich habe eine Folge gesehen, also eine Szene, wo es genau darum ging. Und zwar gab es diese Szene bei Klee. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. Das ist halt auch so eine Art, ich sag mal, Highschool-Musical-Serie, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es in dieser Folge, war es so genial umgesetzt. Also die ganze Zeit in der Folge ging es um was ganz anderes und dann, so, naja, so bei fast bei der Hälfte oder so, die sind gerade am Quatschen und auf einmal hört man aus dem Gang irgendwo zwei Schüsse und auf einmal wendet sich das ganze Blatt und man sieht halt wirklich, wie diese Menschen darauf reagieren, was passiert, wenn zwei Schüsse irgendwo fallen. Als Zuschauer weiß man nicht, was passiert ist und die gespielten Leute da drin natürlich auch nicht, ja. Und das hat diese Angst, diese Furcht und so sehr schön wiedergespiegelt. Und ich kann mich in sowas ja auch hineinversetzen, ja. Also man fiebert da auch mit und alles. Aber es ist diese Sendung sollte, also diese Folge sollte eigentlich Tenshi kotzt sein Gehirn aus Folge heißen, weil ich jetzt, also der größte Teil, um was es mir bei diesem Spiel nämlich geht, ist die Tatsache, dass die Leute, die das gespielt haben, ich weiß nicht, ob die es so getan haben, aber das kam so gespielt rüber, so dieses, ah, ich will's nicht und ah, das ist so traurig und sowas. Ich weiß es nicht. Ich kann das komplett differenzieren, ich weiß es nicht. Von mir aus kann man auch Schach spielen, wo sich die Schachfiguren abschlitzen oder so. Ist mir auch egal.
Ja, ich warte jetzt einfach mal wieder ab und dann zeige ich nochmal schnell den letzten Modus und dann können wir das auch beenden, weil das ist ja dann, glaube ich, doch schon wieder ein bisschen länger, die Folge. Aber ja, da sind es jetzt noch ein paar Sekunden. Dann haben wir das dann auch wieder hinter uns gebracht, diesen Modi. So, aber was ist. Ach ja, ich muss dann wieder mal was machen. Ach, jetzt schlucke ich Pillen, weil ich habe ja keine Schusswaffe anscheinend. Und sterb instant. Naja, das ist jetzt vielleicht nicht so realistisch. Aber wie man sieht, Leute sind trotzdem umgekommen. Was, ich habe nur drei Leute umgebracht? Ich habe doch viel mehr erwischt gehabt. Das verstehe ich nicht. Hä? Gut, dann gibt es jetzt noch nämlich den letzten und das ist Eagle Tears. Und da geht es dann wirklich darum, dass die Teacher, ja, dass die auch Waffen haben. Jetzt gucken wir mal, wie sich das auswirken würde. Lalala, lass mich rein! Oh, na gut. Ich dachte ja eigentlich, dass die jetzt irgendwie ballert oder so, aber anscheinend nicht. Gucken wir mal in den nächsten Raum, mal gucken, ob da eine Frau ist, die sich wehren wird. Din, din, din. Ja, und was soll ich noch sagen? Ja, ich weiß nicht, es gibt viele Sachen. Es gibt zum Beispiel in irgendwelchen Rollenspielen oder so, da schlachten wir süße kleine Popoings ab, so kleine Drops und sowas. Alles. Ach, ich weiß auch nicht. Huch, was ist denn jetzt los? Ich habe nicht geschossen. Die Lehrerin hat das Kind abgeschossen. Na, das ist ja toll. Tja. Gute Lehrerin, würde ich sagen. Gute Lehrerin. War eine gute Idee, der irgendwie die Waffe in die Hand zu geben. War ja sehr clever gelöst. Die Tür, die ist ja auf einmal offen. Oh, kommt ja eine raus. Oh mein Gott, die beschießen mich. Oh Gott, die wird mich ab, die wird mich abknallen. Gut, war es auch wieder. Also wie man sieht, ja, ich habe nicht wirklich irgendwie Probleme mit den Lehrern. Die ballern auch gar nicht großartig. Die haben bestimmt Angst oder so. Beziehungsweise schießen die auf die eigenen Kinder. Also ja, nicht besonders die beste Methode. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem Hauptaugenmerk des Spiels. Also der Entwickler wollte darauf aufmerksam machen, dass ja eigentlich, es geht darum, oh mein Gott, sie ist so klein, sie ist so klein, ich erwische sie nicht. Ah, ich kann ja nach unten ziehen. Ah, jetzt ist sie schon weg. Es geht darum, zu zeigen, dass egal was, wie wir das Waffengesetz, wie die das in den USA jetzt bestimmen und abändern, es wird nicht verhindern, dass solche Amokläufe passieren. Man muss. Und ich möchte jetzt nicht LeFloid nachquatschen, aber er hat ja recht. Man muss an den Menschen arbeiten. Warum? Wieso sie das machen? Man muss den Kern beseitigen und nicht, also das Warum und nicht das Wie. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das finde ich an sich ja sehr gut. Also egal, was für eine Variante jetzt hier kommt, ich könnte, wenn ich mich jetzt anstrengen würde, mit jeder Variante einen Haufen Leute umbringen. Also jetzt mit der Pistole geht es natürlich ein bisschen einfacher als mit einem. Also, ja, ich weiß nicht. Also, es geht mit einer Pistole vielleicht ein bisschen einfacher als mit einem Schwert oder mit einem Vorschlaghammer. Aber wenn der Hass da ist, dann ist der Hass da. Dann geht das einfach. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist das, worauf er Aufmerksamkeit wollte er darauf lenken. Und er hat es ja relativ geschafft. Das Spiel ist in, naja, aller Munde vielleicht nicht, aber in vielen, vielen Mündern. Und ach, da unten gibt es ein Skip to End. Oh, verdammt, ich habe das immer durchlaufen lassen. Ja. Genau, das würde ich sagen. Jetzt bin ich auch mal gespannt, wie viele von euch jetzt, als ob ich die Abonnenten kriege. Und vor allem möchte ich mal eure Meinung wissen. Wie seht ihr das? Ich meine, vielleicht seid ihr ja mehr nah am Wasser gebaut als ich und könnt da nicht so differenzieren oder so. Und da würde ich mich auf jeden Fall über die Diskussion freuen. Man kann mir natürlich auch versuchen, meine Meinung, ich diskutiere gerne, man kann versuchen, meine Meinung ein bisschen umzudrehen, wenn ihr gute Argumente habt und so weiter und so fort. Da habe ich nichts dagegen. Ja, dann freue ich mich auf eine spannende Diskussion und ich würde gerne das Spiel damit beenden, dass wir das Wort, also den
Erschaffer des Spiels selbst mal zu Wort kommen lassen. Und damit verabschiede ich mich schon mal und wir sehen uns dann bei irgendein anderem Let's Play im Livestream oder was auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall und dann bis später. Tschüssi! Hi, I'm Ryan Jake Lamborn, creator of this game. Back in 2007, I created a game called VTech Rampage about the Virginia Tech shootings. In the years since, I've been routinely asked by fans of VTech to make, you know, more games of just about every mass shooting that's gotten media coverage. I'm someone who rarely follows the news, so these updates have been a constant reminder of just how commonplace mass shootings and school shootings have become. I grew up in Houston, Texas, where I remember guns and ammunition being available, you know, in unmanned sections of Walmart, and, you know, just it being commonplace to hear gunshots in the distance as I tried to go to sleep, which is a stark contrast to Sydney, Australia, where I moved to in 2001. Australia had sweeping gun control put in place after the 1996 Port Arthur massacre, in which 35 people died. And the result of that sweeping regulation is guns are no longer a noticeable part of Australian culture. Gun violence is practically non-existent here, and it's just something you don't see around anymore. That's not to say there's no guns here, though. A friend of my brother has had a firearm license since he was young. He owns a gun and has to do things to maintain his gun license, such as having a secured gun safe. Back in America, though, all these massacres don't seem to have had any similar effect on regulation. Instead, gun control and enforcement has steadily loosened, and you end up with places like Chicago, where gun control is at its weakest, overtaking New York City as the murder capital of America. And here we are nearly a year after the Sandy Hook shootings, in which 26 people were killed, 20 of which were first graders, and absolutely nothing positive has come out of it. And as much as you might want to blame this entire state of affairs on politicians or the NRA, you have to remember that your representatives aren't mind readers, and the NRA is not doing anything more than motivating its members to passionately talk to those representatives about their opinions. If you're a middle-of-the-road person who, you know, believes firearms should at least have the same amount of safety regulations as a car, then it's really on you, because your absolute apathy is why the news is unbearable to watch. So I want you to go and click that USA.gov link and find your state governor and find your representatives in Senate and Congress and shoot them an email or a phone call and tell them your opinions on gun control. That's the least you can do. And if you feel inspired to, you know, shake off that apathy, then you can bookmark that NRA link. The NRA are kind enough to have a very orderly and up-to-date list of important gun legislation from around the country. So if you want to get involved, it's an extremely useful resource. So, you know, get involved. Hope you enjoyed the game, or at least got something out of it. Danke. Mm-hmm.